Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FirstCast TV. Wir angeln heute auf Hecht mit Köderfischen. Und da gibt es natürlich eine Challenge wie immer. Ja. We have a budget. Wir haben ein Budget von 150 Euro jeder. Es gibt zwei Teams. Wir haben vorhin ausgelost. Flo hinter der Kamera jetzt und ich fischen in deinem Team. Alec und Felix fischen in deinem Team. Wir fischen gegeneinander. Definitely gonna win. Yes, ja, I think definitely so. Not. Die Regeln sind, es geht nur auf Hecht. Ein Hecht, der mit einem Köderfisch gefangen wird, den man hier gekauft hat im Fauna Hengel Store, bringt die Punkte, wo er wirklich lang ist. Also ein 86er Hecht bringt 86 Punkte. Wenn man ihn fängt mit einem Köderfisch, den man selbst gefangen hat, bringt er mal 1,5 Punkte. Das heißt, ich glaube, das sind 129 Punkte für ein 86er Hecht. Und das Besondere daran ist, Team Alec Felix kriegen 150 Euro Budget, Team Flo Dustin kriegen 150 Euro Budget und von den 150 Euro müssen wir uns die ganze Ausrüstung kaufen. Rolle, Rute, Schnur, Vorfachmaterial und so weiter und so fort. Auch Stippen, die Köder für die Köderfische und so weiter. Boah, das wird echt eng. Lass rein. It's gonna be hard. Let's go. Yeah, und we'll see. Lass einen guten Tag haben. Let's go. Ey, du. So, jetzt geht's rein hier zu Fauna Fauna. Übrigens, ein Store, da gibt's auch Nays. Beste Store in Holland. Riesig, super geil. Und Flo, wir dürfen denen nicht sagen, was wir kaufen. Guck mal, der kommt schon wieder so nah ran. Wir müssen unsere eigene Taktik machen. Eigenes Weißfischfutter, eigene Vorfachmaterialien und so weiter. Also komm, wir gucken mal. Das geht. So, Alec hat Verstärkungen geholt. Und mal schauen, ob wir mit ihm jetzt das Passende finden. Hier haben wir schon mal die... This is perfect. Baitfish. The baitfish set. They're 10 euros, not even 10 euros. Also, Dustin, als erstes, wie viel Geld dürfen wir maximal ausgeben für ein Routensetup? Für was zwei Routen, ne? Ja, also pro Routensetup, was willst du sagen? 40 Euro? Ja? Lass mal sagen 90 Euro. Okay, 45 Euro pro Setup. Obwohl, 100 Euro. Damit's eng. Vorfächer, Posen, Blei, Stopper. Ich würde sagen, wir sollten uns zwei Telerouten raussuchen. Hier, hier sind wir richtig, mein Lieber. Guckt euch das an. That's the cheapest run. What, I think the cheapest now. Yeah. Yeah. Wir haben 150, unser Team hat 150 Euro und die haben 150 Euro. Ah, aber die verlieren. Ja. Ey, unser Teammember ist übergelaufen. Ja, 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 ja. Verräter! Verräter! So, ich glaube, wir haben die passenden Routen gefunden. Wir haben Karpfensets. Mit Rolle und Schnur, allem drum und dran. Und davon gab es drei Stück. Wir haben uns zwei gesichert. Und ihr seht hinter uns, die anderen beiden haben uns gesehen und sind gleich gekommen. Und schnappen sich auch die gleiche Route. Ist das wirklich 50 Euro? Lass mal checken noch mal, sicherheitshalber. 50 Euro? Glaube schon. How much? 47, 50. Lass zwei davon nehmen. Wir haben nur eine, oder? Ja, ja, die haben zwei. Ja. Die haben... Mann, jetzt haben die uns eine weggeklaut. 35 Euro. Dann haben wir noch knapp 70 Euro. Aber am wichtigsten, Deadbait. Die blaue Makrele, 1, 2, 3, 4, 5 sind da. Ja, ja, eine Packung davon, das reicht. Ja, yeah, that's cool. Guck mal, hier ist eine kleine dabei. Okay, dann hol eine Rotaugen, hol eine Rotaugen mit den drei Stück drin und eine davon. Okay, pack die also, mal rein. Einmal, was sind das? Horst Makrel? Ja. Ja. Türkische Makrele. Türkische Makrelen. Okay, die kommen rein. 6 Euro. Aber 12 Euro dazu noch. Also ich mache jetzt noch minus 12 Euro. 55,60 Euro. Float. Und so etwas. 5 Euro? 5 Euro. Ja, nehmen wir. Drei Pakete? Free. So, hier sind die Posen, alles. Hier ist das ganze Stuff. Wir packen jetzt mal alles in den Korb, zeigen euch dann, was wir haben. Und dann hoffentlich sind wir auch unter den 150 Euro. We have the baitfish. Which is really nice. Then we have these, so bobber, lead. We're not gonna use the ready rig. We're gonna have some steel leader and trebles, and then we're pretty much done, I think. What do you think, Felix? Yes, I think we are done. Yeah, right? Yes. And we need one more weight, so we can measure the depth. Yes. Okay, then... Yeah. Let's go. Perfect. How much? Wie viel kostet das? Diese ist die 4-Meter-Route. 12,99. Haben wir noch 22,60 Euro. Für Futter, Maden. Maden. Und Fleisch haben wir ein Upgrade mit der Route. Oder? Noch so eine Koriander?
Koriander drin. Ich hasse Koriander, aber wenn du sagst, es ist gut, nimm es. Was magst du am liebsten? Was denn? Nein, weiß ich am liebsten, Frauen. Ja, das mag ich. Wir alle. Pinkies, ne? Der kleine Pinkies, ja. Dann kann man 2 oder 3 Pinkies anmachen. Und im Futter, ins Futter ist gut. Und ins Futter. Dann. Ist 2,50 €. 2,50 €. Ja. Wir gehen für die Gewinner, ne? Wir schummeln ein bisschen. Das ist kein Schummeln. Das ist kein Schummeln. 2,50 €. So. Guter Mann. Lotblei. Lotblei. Ah, guck mal hier. Da kaufen wir einfach hier noch. Genau, wir brauchen keine Haken. Wir nehmen E2, oder? Safety-mäßig. Was kostet die? 2,50 €, ja hier. Also 5 € nochmal runter. Ja. Minus 5 sind wir noch bei 12,12 €. Ganz schönes Lotblei. Aber wir sind für die Gewinner. Alec hat schon ganz viele Kumpel überall in Holland und Dinge. Das machen wir nicht. Wir gehen für die Gewinner. So, dann machen wir so. Nächstes Mal, wenn du kommst, muss man das zurückgeben. Okay, mach ich. Ja? Danke. Ist geliehen. Geliehen. So, jetzt, wir haben alles an die Kasse gebracht und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Kommen wir mit den 150 € hin oder nicht? Wir werden sehen. Alec? I think it's gonna be tight. Yes, I think so. But we will see. Okay, unsere Routenset. 95 € schon sind weg. Die nächsten 10 € sind weg. Wir sind bei 108 €. 133, 143. 149,90. Yes! We did it! Nice. Super nice! But we have 10 cents over. 10 cents. What we can do with 10... I will take some maggots. So, Dustin checkt gerade mal unseren Preis ab, weil er es nicht glaubt. You see the memory? Yeah. So it's one in memory. Yeah. You want to see it? Yes. Can you see it? Yes. I want to see the discount. Really? Here, Ronnie. Here we go. And then for the 10 cents, you will take some maggots as well. So. Uh-huh. And is here somewhere the discount? Wie es uns nicht glaubt. Courting? Dustin behauptet gerade eben, dass uns der Verkäufer einen Discount gegeben hat, weil er uns nicht glaubt, dass wir es geschafft haben. So, jetzt kommen noch unsere 10 Cent Maden. So, we weigh them, because otherwise it's more than 150 €. Yeah, that's good. They can have one. That's enough. Two. So, 10%, 1 €. Yeah? Yes. Yes, that's it. Now you're done. That's good. Perfect. I like that you are precise. So, da haben wir unsere Schnur. Kamoufliert, ne? Zum Sonderpreis. Immer. Okay, dann lass uns mal zusammenrechnen. Kassensturz. Ja. Okay. Alles ehrlich und fair machen, ne? Jetzt wird's spannend. Ja, nicht so wie die anderen hier, die schummeln die ganze Zeit. Kannst du mir mal erklären, wie haben die das noch gekriegt? How did they manage it? Ja, da weiß ich ja nicht. Was it from the fridge in the back? Warte, doch. Fuck! Ja! Weißt du, ich sag euch eins, man muss immer aufpassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Aber hast du nicht statt eigentlich 3. Hast du nicht eigentlich gesagt, es ist eh vorbei, jetzt können wir auch ich darf nichts Neues anschauen. Mehr kaufen, hab ich gesagt. Ich tausche nur Köderfisch gegen Köderfisch. Junge. Schummeln wollten sie. Verarschen wollten sie uns. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Aber eigentlich am Ende brauchen wir es eh nicht, weil wir fangen frische Köderfische. Ja. Im Gegensatz zu euch. Den Jungs hatte 150 € platt. Platt, hä? Ja. Diese Jungs, mehr Materiale, bessere Materiale. Nein, und, das ist nicht besser. Und 147 € und 13 Reiche, da haben die noch Geld. Ah, but I saw you three going the back door. And, no. Yeah, I saw it. Yeah. So we feel like they cheat a bit. And we have a nice Dutch guy who helped us in the store. So he's gonna check everything again. So these fuckers. They cannot cheat. Was hier passiert gerade, Dustin? Ich weiß auch nicht. Das andere Team hat nachgerechnet und irgendwas stimmt da nicht. 150 € and 32 cents. No. So, we take some maggots out. 32 Cent. Ah, er hat die Maden nachgewogen. Der ist ein Fuchs. So, hier die beiden Kassenzettel. Beide exakt 150 €.
Wir haben tatsächlich eben ein bisschen falsch gerechnet, aber bei uns sind es jetzt exakt 150 Euro. Was man aber sieht, was auffällt, das hier ist unser, das ist der von Team Alec Felix. Unser ist länger, weil wir einfach schlauer waren und besser eingekauft haben. Qualität vor Quantität, mein Lieber. Richtig. Ja. Richtig. Unser ist ja kürzer. Ja, ja. Aber bei uns ist Qualität und Quantität. Ach. Was denkst du, wer gewinnt? Wir stehen. Ja, wir haben alles gekauft. Ab zum Wasser. Vielen Dank an der Stelle nochmal hier an Fauna Hengelsport. Bester Angelladen in Holland. Gibt nichts Besseres. Next gibt es übrigens auch. So, los geht's. Bye, bye. Los geht's. Jetzt geht's los, Junge. Felix, mein erster Angeltag in diesem Jahr. Und dann gleich mal was ganz anderes. Ich habe schon so lange nicht mehr gedadbaitet. Und in Holland erst recht noch nie. Ich freue mich, mein Lieber. Ich mich auch. Geil. Das wird spannend. Es geht los. Ich bin aufgeregt. Ey, aber wir haben schon mit einer Häppchen gesprochen. Die haben hier 4 Stunden Deadbait gefischt. Nix gefangen. Nix, gar nix. Stop. Was sagst du dazu, Flo? Ich finde schon, dass sie sich jetzt direkt vorgerannt sind und den besten Spot gesichert haben. Pole Position. Was meinst du? Weiß ich nicht. Der Angler sagt ja eben, dass hier ein Deadbaiter in der Ecke gesessen hat. Wir können uns natürlich jetzt da hinten an der Brücke gucken, da kommen wir noch komplett rum. Hier ist aber, weißt du, was der große Vorteil ist? Hier ist schön windgeschützt. Wir sind hier mitten an dem Wind in der Kälte. Wir können die Pose driften lassen, mein Lieber. Wir ja, das habe ich gerade gesagt. Unsere Taktik, einer auf dem Grund, vielleicht die Makrele, die so stinkt, und die Rotfeder driften lassen. Ich würde gerne mit Rotfeder fischen. Rotfeder sag ich schon, mit Plötze, Rotauge. Und du wolltest ja Makrele fischen, ne? Ja, so machen wir es. Okay. Wir machen jetzt alles fertig. Wir nehmen euch ein bisschen mit, wie wir die Routen montieren. Und dann sind wir hoffentlich schnell im Rennen. Let's go, Alec. Das ist eine Karpfenroute. Ganz ehrlich, die ist nicht, also das ist jetzt natürlich nichts Besonderes, aber die ist, glaube ich, für das, was wir machen, nicht schlecht. Also zum Deadbaiten, top. Ja, also zum Spinfisch jetzt natürlich nicht, aber so den Plastikmüll natürlich nicht hier rumliegen lassen. Ich lasse mal kurz hier rein. Wichtigste, erst Stopper rauf. Stopp! Es gibt einen Anpfiff. Einsatzbereit, die zwei. Die Loten aus. So, wir haben noch ein kleines Hilfsmittel mit dabei, ein Lotblei. Ist bei sowas immer gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier so tief ist, aber wir haben hier ungefähr 2 Meter. Ihr seht, die Pose geht ungefähr 30 cm unter. Das ist eigentlich perfekt, weil jetzt steht unser Köderfisch dann ungefähr 30 cm über Grund. Und ich denke, das ist ideal. So, jetzt die Pose drauf. Pose drauf hier. Big Fish? Nix. Er hat es gerade bestätigt. Nix. Wird Deadbait nix gefangen. So, nochmal ein Stopper hier unten über dem Wirbel, damit, wenn das Blei da rauf fällt, das nicht kaputt macht. So, wir haben die erste Route fertig gemacht. Wir müssen hier ein bisschen ruhig sein, weil wir direkt vor den Füßen angeln werden. Wir haben eine Freilaufrolle, ist ideal für sowas. Da wir dann zwischen dem Freilauf und der festgestellten Bremse wechseln können, wenn es soweit ist. So, die Sache ist, wir haben kein Lotblei dafür dabei. Oh, 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 oh. Bis hier. So, ich mache erstmal die Montage alles schnell fertig und dann montiert Flo, damit wir hier keine Zeit verlieren. Der im Laden meinte gerade go big or go home. Aber ich gehe trotzdem mal mit einem kleinen hier. Boah, müssen wir aufpassen, dass wir nicht die ganze Suppe nachher im Auto haben. Boah, die Haken sehen ja fast ein bisschen klein aus für das. Ich weiß gar nicht, wie man die montiert. Ich würde es, ja genau, eins im Rücken und oben so, drauf, oder? Und eins unten am Bauch, so ein bisschen. Es geht los, ich bin aufgeregt. Was meinst du denn da an die Seite? Ja, links, oder hier? Links an den Pöller würde ich mal davor, oder? Ja. Genau. Vielleicht ist da auch tiefer, ne? Wir driften. Wir müssen mal gucken, wie das jetzt driftet. So, Jungs und Mädels, es geht los. Flo? Geil, ey, ich bin echt aufgeregt. Ich auch. Wie früher irgendwie so, ne? Ah ja. Ich werde jetzt eine Horse-Makrell. Eine türkische Makrele, hat er eben im Angelsaden gesagt. Die werde ich jetzt am Grund anbieten, hier vorne am Steg direkt. Ich war mal mit Uwe Pinnau, den kennen ja wahrscheinlich einige, in Holland, auch zum Deadbaiten unterwegs. Und er hat genau mit diesen Makrelen geangelt. Ist sein Lieblingsköderfisch, glaube ich. Die sind relativ zäh.
Genau die ist sein Favorit, oder was? Ja, ich habe mal mit ihm zusammen gefilmt und da hat er damit auch gefangen. Nicht Makrele, sondern diese Horstmakrele. Horstmakrele, genau. Ist super zäh, also ist richtig haltbar, das Ganze. Krass. Und ja, die wird jetzt hier ausgelegt. So, sehr schön. Bügel auf. Rute ablegen. Ich glaube, die werde ich jetzt einfach mal hier drunter klemmen. Okay, Alec, now we have to catch some bait fish. Yeah. For 1.5 more points. So we have a 4-meter pole, a bobber with some line and a small hook. All right. So Alec, what do you prefer? The maggot? I prefer mice. Or corn? Corn. Auf der anderen Seite ist noch ein Hafen und da sitzen richtig viele Köderfisch. Köderfischangler. Köderfischangler dort und das machen die nicht grundlos. Und wir haben uns überlegt, Alec geht jetzt rüber, fängt schnell ein paar Köderfische und kommt dann wieder hierher. Ich warte so lange hier und passe auf die Floats auf. Ja, yeah. And when there's a fish, you have to shout yes. Really hard. Like, and then you come back. Hiya! Okay. High quality mit Koriander. Eine Empfehlung. Wichtig, ich als alter Stippexperte, erstmal nicht zu viel Wasser reinmachen. So, komm, mein Lieber. Abmarsch. Hi. Nee. Wir auch noch nicht. Jetzt wird angefüttert. Hey, ich hab's sehr locker gemacht. Ich muss nicht. Achso. Ja, fast zu locker das Futter, glaube ich. Aber egal. We have 3 baitfish, so that's really nice. Alec hat ein paar richtig schöne Köderfische gefangen. Aber eben in der anderen Hafeneinfahrt. Und jetzt sagt Dustin da drüben, dass das nicht erlaubt wäre. Wir gehen jetzt mal kurz rüber und checken, ob wir sie trotzdem nehmen dürfen. Wir sehen mal, was er sagt. You had to say it earlier. Dustin, wie sieht's aus? Dürfen wir die Köderfische verwenden, die Alec im anderen Hafen gefangen hat? Er hat die nicht gefangen. Doch, hat er. Ich habe ihn beobachtet, ja, als ich gerade hingelaufen bin. Als ich hingelaufen bin. Er hat die nicht gefangen. Er hat die sich von anderen Leuten geholt. Erstens. Das behauptest du, das weißt du auch nicht. Das doch, ich weiß das. Das unterstellst du deinem Teammember? Ja. Wirklich? Das ist klar, das ist ein Holländer. Natürlich. Habt ihr Videobeweis? Ja, das ist wichtig. Videobeweis? Dann ja, wenn nicht, dann nicht. Jungs, ihr habt's gehört, wir dürfen sie nicht verwenden. Alec, I asked Dustin and he says not allowed to use your baitfish because yeah. We don't have a video. I have video. You have it have on video? One video, yeah, yeah. Really? Yeah. Alright, first one is in and now we need to catch the second one and then I can go to Felix and we can fish for 1.5 points. Perfect. Yes, Alec. Show me the bite, everything. I can film another one if you want. Yes. No, it's okay. It's okay. But don't kill it. Just keep it. If you don't use it, don't kill it. Yeah, yeah. But it's a good bait fish. That is a Plätze. Maybe it's better to move to that spot. That guy that was fishing the whole time, he's gone. Let's stay here for another 45 minutes, I would say. 20 and minutes. Let's do 20 minutes. Yeah, and then if we do 45 minutes, we have... Yeah, that's true. We have 2.5 hours more than... Yeah, that's fine. Okay. I killed the roach. And now I need to take off his bladder. Take out his bladder. So what I will do is remove some, and I stick this one in. There. You got it? Almost. So now we have the air is out of the fish. So the fish, when I hook it, it will be perfectly straight. I think it's enough to just make a stitch in it, right? To hear that it's... There can still be some air in it, and now it's perfect. Maybe we can put this one now right there, in the open water. All right, I put it a bit deeper again, because it was a bit more shallow over there. Now it's like this far from the bottom. I think that's perfect. Put the free spool on. And then we can wait till there's a pike. Hopefully, man, hopefully. Oh no, it's gonna come. It's gonna come. In der Challenge ist natürlich nicht verboten, sich von einem wahren Experten Tipps einzuholen. Und ich habe gerade überlegt, wen kenne ich denn, der viel und gut deadbaitet?
angelt. Und da ist mir der hier eingefallen. Kennt viele von euch. Ich habe auch ein super Bild von ihm rausgesucht. Und den rufe ich jetzt mal an, den Matze Koch. Mal sehen, hoffentlich ist er da am Telefon. Vielleicht ist er selbst angeln. Gucken wir mal. Come on, Come on, Matze. Come on, Matze. Lass uns nicht hängen, der ist bestimmt beim Angeln. Matze! Moin. Moin, kennst du den hier neben mir? Hi, Matze. Ja, alles fit. Ey, so, was hast du denn für einen schönen Bartschmuck da an? Schick, oder? Ja. Du musst das unqualifizierte Gewuch an meinem Gesicht ein bisschen unter Kontrolle bringen. Weißt du, warum ich dich anrufe? Nee, erzähl. Ich bin hier gerade in der Challenge. Wir hatten jeweils 150 Euro zur Verfügung, um uns Deadbait, Routen, Deadbaits und so weiter zu kaufen. Und ich habe gesagt, ich brauche einen Expertentipp. Und dachte, ey, wen kannst du anrufen? Da gibt es ja in Deutschland eigentlich nur Matze, es gibt keinen anderen. Oh, ich fühle mich geehrt. Matze, es läuft sehr schlecht. Die ganzen Einheimischen, die hier waren, haben gesagt, es beißt nicht. Jetzt. Ich habe das gar nicht erkannt. Wer steht da? Sebastian oder Flo? Flo. Flo, hi. Grüß dich. Flo, ja. Sag mal, Matze, ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn wir dich filmen. Ist es in Ordnung, wenn wir dich filmen? Ja. Sag mal, kurze Frage. Also wir haben zwei Köder. Wir haben Makrelen, so diese Horst-Makrelen und Rotaugen, große Rotaugen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Dustin und Flo, die hier im Hintergrund sind, die telefonieren gerade und ich glaube, die holen sich Hilfe, externe Hilfe. Ob das so mit rechten Dingen zugeht, ich weiß ja nicht. Nochmal den absoluten Matze-Koch-Expertentipp. Und damit meine ich nicht flexibel bleiben, weil den kennen wir ja alle. Was machst du, wenn es ganz schlecht läuft, was ich jetzt kopieren kann? Wenn es ganz schlecht läuft, was ich dann echt gerne mache, dann schlitze ich meine Köder ein. Dann nehme ich ein Messer und schlitze sie richtig ein, dass da ordentliche Duftspur entsteht. Okay. Ja, du, das mache ich jetzt. Matze, ich danke dir. Hau rein. Danke, ciao. Mach's gut. Ciao. Matze noch ein paar Tipps geben, werde ich natürlich jetzt gleich rausholen. Direkt die Köfis einritzen. Aber was ganz wichtig ist natürlich, erstmal Köderfische fangen. Oh, gar nicht so einfach mit hier so 3,60 Meter langen Routen rumzulaufen. So, neuer Spot, neues Glück. Hey. Now we can decide the spot. Da die Seite sieht auch gut aus. Ja. Hier ist die Konkurrenz. Ich hasse es. Was ist das für eine Scheiße, ey? So. Fast. Denn die Maden hängen noch am Köderfisch, ne? Ja. Ich habe den ein bisschen garniert mit was Feinem extra. So, gerade hier beim Fummeln entdeckt, dass ich anscheinend gerade schon Biss hatte. Warte mal, hier entheddern. Und hier sieht das nicht aus wie zwei Pike Teeth. Ein Schlitz, ne? Ein Schlitz. Könnte allerdings auch vom Drilling sein. Kann auch sein. Kann auch sein. Wir werden es nie rausfinden, Dustin. Wir werden es nicht rausfinden, nee. It's a little bit more shallow over here. But then at least we're spreading a bit. Maybe they're deep, maybe they're shallow. We don't know. So, Dustin, jetzt geht's auf Köderfisch. Angefüttert, hier sollen mehr Köderfische in dem Becken sein. Ja, werden wir mal sehen. Aber das ist der erste Biss. Oh, der ist besser. Der ist gut. Ah, schade. Immer noch nicht die Größe, die wir brauchen, glaube ich. Der erste Köderfisch für uns. Die erste Plötze, aber ich glaube, die lasse ich direkt wieder frei. Ja, die ist zu klein. Wenn, dann brauchen wir größere, oder? Und für Zander wäre das eine schöne Größe. Alec, where did you catch the big one? Really? With the corn, right? Mit so einem Maisstück, da sind die Kleinen nicht so schnell. Hey. Ja, ja, der ist schon ein bisschen besser, ne? Den ja. Kann man schon, glaube ich, nehmen, oder? Ja. Unsere Drillinge sind halt relativ groß, das stimmt. Ich pack den mal sicherheitshalber in den Kescher. Ja. Wir warmen uns auf. Ja. Dustin hat Biss auf seiner Route. Er hat die Route gerade neu ausgebracht, ne? Ja. Hatte die gerade neben dem Boot abgelegt.
ja, glaube aber, das war nix. Oh ja, oh ja, Felix, oh ja. Definitiv. Yes. Da war was. Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, habt ihr aber, oder war von den Drilling. Ah, okay. Aber ich habe, also wissen wir nicht, aber sieht schon so aus, ne? Yeah. Put the mice on. That's the key today. Yes, definitely. And now we need to wait. Yeah. Yes. Next one. All right. Another roach. Oh, endlich essen. Pizza time. Pizza mit Dönerfleisch. Also der Boden ist der ekligste Pizzaboden, den ich je gegessen habe, glaube ich. Die sieht eigentlich ganz gut aus. Ja? Aber lass es dir schmecken. Dönerfleisch ist gut. Lass es dir schmecken. Danke. Hello. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, bitte, warum die Maus so einen dunklen Schnabel hat? Ich überlege gerade, ob ich meinen Coach nochmal anrufe. Matze Koch. Ich muss mich coachen lassen. Weil der hat vorher auch schon gesagt, er sitzt zu Hause, weil es ganz scheiße läuft. Schwierig. Motivation ist am Höhepunkt. Das war's. Danke für die Empfehlung, Spot-Empfehlung. Was really good. I'm gonna jump in the water now. Er hat noch gesagt, lass jeder 40 Euro für die Karte, aber egal, it's worth it. Lass es unbedingt machen. Next time. Tomorrow we go to our spot. Yeah. Also, gute Nacht, bis morgen, ciao. Buh. Herzlich willkommen zum zweiten Tag der Challenge. Weißt du, was geil wäre? Wenn ich einfach mal ganz kurz so machen würde, dann hätten wir ein Problem weniger. Noch mal ganz kurz zur Zusammenfassung. Köderfisch, wenn man einen mit einem gekauften fängt, ein Hecht, zählt er mal 1. Wenn er mit einem selbstgefangenen Köderfisch einfängt, mal 1,5. Und es gibt eine Bestrafung, und zwar muss das Verliererteam jeweils jede Person 10 Maden essen. The pinkies or the big ones? The big ones. Okay, los geht's. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, yeah, let's go. Schnell, Flo, komm mit. Wir müssen uns beeilen. Die anderen beiden sind schon vorgerannt und haben ihren Platz schon bezogen. Schon mit schnellen Köderfisch. Boah, die sind sehr, sehr weich. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. Die erste Route kommt gleich dahinter. Lass ich den hier an der Struktur driften. Raus damit. Ah, ein bisschen weit ins Mittelding, oder? Du kannst ja ranziehen ein Stück. Alec hat jetzt eine gute Idee gehabt, da wir hier richtig Strömung haben. Werden wir die Posen auf der anderen Seite des Flusses platzieren und dann lassen wir sie immer rüber treiben zu uns und dann werden wir die Route neu ausbringen. Mal schauen, ob das funktioniert. Die erste Route kommt jetzt auf jeden Fall gleich ins Wasser. We have this one right here. I think the other one has to go a little bit more to the right, so we call for a lot of water. It's so gross. Yeah, they're all the way over there. I don't think that's the good spot. But now the current will take it that way, and then when it's far that way, we can retrieve it again, cast it again, and maybe the pike will see it the second time. We'll see. So, Dustin ist jetzt schon im Rennen. Ich bestücke meine Route auch wieder mit den Horstmakrelen, wie gestern. Werde die auf den Grund legen. Ja, steck mal die Route rein. Meine Route ist so kurz. That's what she said. And that's what he said. Meine Route ist so kurz. Nur 2,40 heute. Aber ich will ja eher auf Grund, deshalb stelle ich die mal so auf 3 Meter ein. Und dann lege ich die hier vor die Poller. Das sieht richtig professionell aus. Du. Viel gedadbaitet früher. 2 Eisen im Feuer, jetzt Köderfische angeln. Was ist das? Der liegt am Boden, oder? Da ist... Hä? Also am Boden, ich habe mir extra noch mal flacher gemacht. Die Pose steht. Die steht auf jeden Fall. Wenn sie jetzt noch untergeht... Hast du ein bisschen Widerstand? Oh. Da war der Anschlag. Das Rotauge ist weg. Wir haben keine Ahnung, ob da was war oder... Ich vermute, es war ein Fisch. Ehrlich meinst jetzt. Ja? Naja, es war schwer, ist aber leicht mitgekommen. We already had the first bite. Really? Yeah. Okay, we too. Really?
No. The face of Dustin. Pure stress. It was like... No, but we had a bite. What, Flo bit you? No, no, oh. Not kidding. Er glaubt uns nicht, aber ist auch nicht so schlimm. Besser für uns. Ist so. Wir machen unser Ding jetzt. So, neues Rotauge ran, Dustin. Ja. Und dann geht's weiter. Jo. Zack, unter die Brücke. Aber guck mal, ich habe den bei gleicher Tiefe jetzt immer da durchdriften lassen, schon 3-4 Mal. Nicht einmal mehr war das wie eben. Weißt du, was ich meine? Alec, what's happened? The baitfish is gone. And we're stuck, because we're stuck to the bottom with a big bag of or something. Oh, the baitfish is not gone. We call it in Germany a pilone. Yes. We have the first catch. First action of the day, Alec. Yes. But not the right action. Not the right action, but it will come. I think so. We'll just need to wait. Even more action. Okay. Gestern hat hier reingeregnet, ist natürlich nicht optimal. Ist jetzt natürlich ein richtiger Brei. So willst du natürlich hier, sieht aus wie tote Oma oder Dünnpfiff. Das will man natürlich eigentlich nicht haben, aber gut. Ist halt jetzt so. Ich glaube ja, die Rotaugen sind die bessere Wahl. Das Problem ist, hier beißt nichts auch. Ich habe jetzt schon angefüttert, Köderfischrute am Start. Zwei Pinkies dran. Es fängt an zu regnen, natürlich. Ey, und zwar wird es richtig hart. Und ich habe meine Regenhose vergessen, super. Why? Yeah, we fished a few, I think 20 minutes here. We cast a few times, made a few drifts. If there was a pike, he would have taken it. Or if, at least if there was a pike with hunger. So we'll try the other spot or on the other side of the bridge right there. Ihr habt es gehört von Alec gerade, wir machen jetzt einen Platzwechsel. I have a question. What's the question? We are not 100% sure if this was a bite or not. Oh. And you have to check the roach. It's a new one. That's weird, right? Oh, I know it. We used it yesterday. It's no. The I think that's the no. One we used. No, it's a new one. I checked it before I put it on the hook. Yeah? Yes. Because yesterday we made cuts in it with our knife. Like, I'm almost 100% sure that's the one. But Felix I checked got it before. Really? 100%. Yeah, wait. Now I got the mistake. I checked the one before, I lost. Vielleicht bringt's Glück, weil ich hab den ja bearbeitet. Felix hatte seine Finger dran, Dustin. Ja. Ja, dann wird's wohl nichts mit dem Fisch. So ein Hund, ey. Wir werden jetzt die Stelle wechseln. Hopp, Alec. Let's move. Dustin, what are we doing? They're running in the front. Ciao, ciao. Laufen uns weg. Wir sollten auch bald die Stelle wechseln. Das ist ein Biss, oder? Ist weg, oder? Ja. Jetzt kommst du gerade wieder. Warte, da hängt das in der Schnur, oder? Links? Ja, ja. Fehlalarm. Did you catch something? Not yet. But 2 weeks, no, 3 weeks ago, we had really good fishing here with spinnerbait for pike and all that stuff. But you fish then? You saw the video? Die Holländer sehen sogar unser First Class Video. Also, an alle Holländer, to all Dutch guys watching First Class TV, make a comment, we love you. Goodbye. Ich wette, die folgen uns jetzt. Ja, zum Glück haben wir wenig Gepäck dabei, da kann man echt ganz schnell mal problemlos den Platz wechseln. Und hat nicht hier so eine Riesenschlepperei. Guys, there's two fly fishermen over there for baitfish. Yeah. And they told me, like, 1-2 weeks ago, there was a person here who caught a pike, 1.24 meters. Oh, nice. Here. Imagine if you catch that one. But imagine you catch it on that bait. I don't care. Yeah, that doesn't count. Today it counts, Dustin. That doesn't count. Yeah, today it counts, but for your personal best, it does not. Hello. There's going to be a lot of dead baiters really angry right now. It doesn't mean that dead bait fishing is worse than spin fishing, but we are just spin fishermen. So, with dead bait. A tennis guy would not be happy about a goal he scores in football, you know? No, it's a bad That's bad. A really bad. Dustin, you're not getting out of this situation. You should better just go fish. Hello. And you caught some big trouts?
Salmon? Are you fishing white fish? Yeah, small cream and roach. Bye bye. Wirklich coole Jungs hier. Angeln mit der Fliege auf kleine Brassen und Rotaugen. Wir haben schon gehofft, wir können Deal machen, aber die haben noch nichts gefangen, leider. Okay, das ist der Platz aus der letzten Folge. Das war echt krass letztes Mal. Der kam ja zweimal hinterher, ne? Ja, und er hat ja nur den Spinnerbait gehalten, er hat ja gar nichts gemacht. Ja. Fisch on! Oh no! No! Ich hatte einfach nur den Köder im Wasser. Yeah, I saw it! Und da ist ein Fisch drauf. You're gonna catch it, you're gonna catch it. Die Waffen sind scharf. Deine Pose ist hier hinten in der Ecke, ne? Direkt an dem Dreck dran. Im Müll. Ich habe meine da hinten vor die Sträucher gelegt, auf Grund. Die Katze will ein bisschen Aufmerksamkeit. Katze will ein bisschen Aufmerksamkeit. Köderfischrute ist draußen, angefüttert. Also eigentlich kann nichts schief gehen, oder? Das habe ich schon ein paar Mal gedacht heute und gestern. Alec, now we move again. Yes, 20 minutes passed, didn't catch anything. We do have two bait fish, fresh ones from the fly fisherman, so that's really nice. Yeah. It doesn't count, of course, for the 1.5 points. Ja, die Beißerei hat jetzt hier begonnen. Es geht richtig los. Jo. Wieder ein kleiner. Wieder zu klein. Aber gerade habe ich eingefangen. Flo, mach den mal bitte ran, weil, falls wir jetzt wirklich noch einen Fisch fangen sollten, hier einen Hecht, dann zählt mit Selbstgefangenen natürlich 1,5 Mal mehr als mit einem gekauften Köderfisch. Das ist wichtig. Die Drillinge sind ein bisschen Overkill, hä? Guys, have you caught anything? Okay. Yeah, one. No. Yes. I don't believe it. Jetzt kommt die Konkurrenz hier schon wieder an. Klar. Wir überholen euch mal und gehen an den Spot, wo ich das letzte Mal einen Pike gefangen habe. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, das Rotauge geht jetzt rein. Ich stelle das mal hier oder leg das mal vor das Boot. Ja, das ist gut. Wie tief hast du denn jetzt gestellt? 1,80 Meter. Ja, hier ist tief. Hier sind 2 Meter, glaube ich. Aber passt ja, wenn ja, das über Grund prüfen lassen. Ja, mal gucken. So, Alec, now we arrived at the new spot. Yes, you caught a pike here last time. Yes, in the last episode. And I caught one right there. In front of your feet here. Yes. Yeah, let's make the rods ready, measure everything out again, and start fishing. Yes. I have the team cat right here. He or she is gonna cheer us up. Right? Felix, ja. How are you doing? Bis jetzt alles noch sehr, sehr ernüchternd, aber es kann sich jederzeit ändern. Ihr wisst, wie es beim Angeln ist. Und hoffentlich wird sich das auch jederzeit irgendwann ändern. Das war echt scheiße, was ich gerade gesagt habe. Ich bin echt nicht motiviert gerade, Flo, ey. Felix! Felix! Let's go! Felix! Pikeys! We do have two new baitfish. You got them from the fly fisherman. The fly fisherman caught them. They gave them to us, so that's really nice. That's cheating, actually. No. Dustin, wir haben zwei Köderfische von den Fliegenfischern bekommen. Zählt nicht. Ja, yeah, bites. Put on the camera. Felix, camera. Wait, camera first. Oh ja, yeah. guter Biss. Yes, filming? Ja. Yeah. 3, 2, 1. No! Yes, good job. No! Scheiße! Alec, what's happened? It's the fucking nylon, man. Fuck. Fuck, fuck. Maybe, I mean, I don't think he felt the hook. I think he was just holding the bait. So then maybe he's hungry and he will grab it again. We'll see. But it was so cool. I was just watching the bobber and I saw it like, doop, doop, doop. And then, wait, is that a fish? And then, you really disappointed your audience. Yes. I'm sorry, guys. I saw it. It was a huge, new bait fish. Yes, I already told them. Yeah, we didn't catch it, but... But it should not count, because let me explain it to you. You had a budget, and now our roach are almost empty. Yes. So if we... But we didn't buy it. Yeah, that's the problem. You just get it as a present. No. No. You had the No. You did. You're gonna swim. They're gonna swim. Maybe he's sniffing at it. No, it's the waves. Okay, back to our rods, Dustin. We have the fish again. I really hope we're not gonna lose it right now because I think he has taken it for a long time already. Can you net it like really quickly? Yes. Wait. Here, it's right here.
Okay. I will go here. Yes? Good. Yes. Nice! Yes! No! That's oh. Yeah, but that was teamwork. Thank you. Thank you so much. And it's hooked really well. Yes, perfectly in the corner of its mouth. And yet not a single... take care of your hand, please. Yes. There it is. Für uns natürlich scheiße, aber wenigstens Fisch after 2 days. Suddenly, yes. A fish. That's finally so good. A fish. And finally. We lost it the first time. Yes, and the it was hungry. Time. Yeah. And I was hoping quick with it, the right? net, even yes. I'm not in your yes. team. Thank good you. Job. Yeah. Thank you very much. Yes. I'm happy to eat the fucking maggots. Maggots. No, we're gonna that's catch it. More fish for sure. It's yeah. not over. It's not over, it's far from over. Whoop. Oh, finally. Alex, good job, first point. Yes. Ah, fuck. We are so stupid. We didn't measure everything. So no. So it counts as 50. No, it was definitely 60. Okay, it counts as 60. It counts as 60. Okay. That's so stupid. We were just so happy with the fish. Okay, ich renne schnell vor. Hey guys, let's go. Da kommen die Jungs. Let's move to a different city. Hey, sollen wir, should we order food? No, let's just grab a car, go to a different place, and on the way we can get some food. Dustin, Alec wants to leave. He wants to catch the pike we caught. It's all tactic here, huh? It's your tactic. Yes, of course. Oh, fish. No fish. Way. Oh. Yes. Yeah. Let's go. Hat losgelassen? Nee, ist noch nein, da. Nein. Ist noch da. No, he's not there. He's still there. How long should I wait? Not long. Really short. No, tell me, please. Oh, man. Yeah. Jetzt zieht er nach links. Nimm mal langsam Fühlung auf. Yes, you should. It's good. Fühlung auf. Hängt, ja. Geil. Geil. Groß? Kann man schwer einschätzen. Ja, ich kenne die Route gar nicht. Nee. I think it's the same fish. Nice! No! Yes! Yeah, much more bigger. It's bigger? Yes. Yeah, it's a different fish. Yeah. Oh, yes. Yeah. Yes! Guy. Dude, no! Look at the yes. audience. Oh. Yes. No, but should we bet? 60? I say 80. Should we bet? 80 centimeters? Yes? centimeter. We have a measuring tape. Oh, yes. Man. Look, it's 80, yeah? No, it's 79. Almost 80. Bye-bye. You too, bye-bye. Felix. Dustin, ja. Junge. So, der Haken ist schon mal raus. Gib uns den Fisch. Ja. Den brauchen wir nochmal. Ich habe gelernt, man fängt damit besser. Da ist er, der Köderfisch. Das ist schon da ein ist ziemlich Hecht. Hässlicher Hecht, muss man sagen. Ein dünner, hässlicher Hecht. Wie der Fänger jetzt sagen müssen. But look how ugly it is. Yeah, that's the, what I said. The one I caught was ugly as well. Yeah. Okay, we have to measure it. 79. 8.5. 79. Look at that ugly. Dots. Yeah. Aber die lassen wir schnell wieder frei. We will yes. leave it. Oh, ich bin selten so happy über ein Hecht. Ah, so großer oder kleiner oder dünner. Ciao, my man. Wie geht er? Yes! Das war wichtig. That was okay, important. Well done. Thank you. Job, Dustin. Aber ja, passt mir eigentlich nicht so. Eigentlich wollte ich ja schon den Platz wechseln, aber du hast ja noch ewig hier rumgemacht. Nee, ich wollte gerade kommen. What do you think? Your pike was smaller. Yeah. It was a little bit smaller. No, it was bigger. No, tell the truth. It was a bit smaller. Yeah. I think it was definitely 70, actually. Yeah, it was around at 70. Beginning sure. of 70. Yeah. Shall we say we have 70 points then? No. So, next spot, Dustin. Ja, letzter Spot für heute. Wir sind doch nicht an meinen gefahren, weil Alec gesagt hat, er würde lieber an den fahren, den er vorgeschlagen hat. Aber ich kenne den Spot. Ich habe hier im YPC gefischt, habe nichts gefangen, aber habe auch auf Barsch geangelt. Also, alright, let's go. Let's go. Ab zum nächsten Spot, zum letzten Spot. Ab zum nächsten Spot. Ab zum nächsten Spot. Dustin, hurry up. Alec, which side do you prefer? This one here. The right and side? Then, yeah, and then the boats. Oh, the right side look very, very yes. good.
I caught my first meter pike here. Really? Yes. Oh, that's a good on sign. On that boat right there, the wooden one. Ich würde sagen, einer schmeißt da ran und einer hier. Wir machen was. Willst du links oder rechts? Ich gehe links hier. Letzte Runde. Ich glaube natürlich, du musst da schön an der Brücke angeln. Ich werde jetzt direkt da ja, in die Pfeiler dran werfen. Tief? Nee, nicht tief, aber komm raus, das Ding. Wir haben keine Zeit. Aber ich nehme jetzt nochmal eine frische. Großes Rotauge. Glaubst du, wir fangen hier noch ein? Ja, warum nicht, oder? Ich finde sie ganz cool aus. At this spot, this corner looks very, very catchy. Yes. Actually, here once, it was the first time for me fishing with a bust jerk, like a jerkbait. Yes. And I had a really big zander following it, like 70 really? Plus, 80 in plus zander. In the summer or in the winter? I think it was in summer. Okay. And when I just saw it, because it was really clear, I just saw it following it, didn't take it. Oh. But it was really cool. And I caught a meter pike. Right there. Ja, ich habe die Route jetzt auf 1,5 Meter ungefähr eingestellt. Das Rotauge, das Dustin heute vor 3-4 Stunden gefangen hat, geht wieder auf Dorfstation. Ja, sieht ganz schön, sieht ganz schön mitgenommen aus. So. Da an die Ecke. Sieht gut aus, der ja, Platz. Ne? Ja. Sieht geil aus. So. Deine Route ist scharf. Zwei sind da hinten. Ich bin auch scharf. Du bist scharf. Bin ich scharf. Ich hab dir ja schon mal was dazu gesagt, wenn ich ein Mädchen wäre. Ja? Lass sie mich verführen. Da stehen sie, die zwei, hier direkt am Kanal. Und haben hier meine Kamera liegen lassen. Die nehme ich jetzt mal mit. Und dann jagen wir den beiden mal einen Schrecken ein. Ey, die haben die Kamera einfach liegen lassen. Ah ja, wir tun jetzt so, als ob. Als, du sagst nicht, dass wir die haben. Ich habe die jetzt einfach weggenommen. Ja, ist gut. Ich schicke die mal hier hinter dem Eimer. Ja. Ey, aber wenn die jetzt fragen, ey, habt ihr die Kamera, müssen wir jetzt wirklich ganz ernst machen, so, ne? Gehst du weg! So, Dustin, next spot. Yes. Wohin, da zum Hausboot? Ja, sieht gut aus, da die Ecke. Findest du nicht, da die Brücke sieht besser aus? Boah. Dustin angelt hier. Ich schaue mir das mal hier an. Ich bin gerade eine Taube in die Schnur geflogen. Und die nächste. Eieiei. Meine Route liegt das denn? Ja, meine hat auch gelegen, aber ich probiere es jetzt mal ein bisschen aktiver nochmal. Wenn wir mal ein bisschen absuchen. Wir dürfen natürlich nicht so viel werfen und unsere Köderfische hier versaubeuteln, weil. Da kommen die Jungs. Da kommt Alec. Ey, wenden wir Schauspieler jetzt richtig hart, ne? We are fucked. What happened? I don't know if you guys made a joke to us. The camera is gone. What? Which camera? The camera. Why? What? Yes, I'm not joking. Huh? Are you ever in the car? Did you leave it in the car? No, we were filming the whole time. Are you filming on the other side? Yes. Sure. Yes. You want to check the car? It was. No, it's not in the car. I'm 100% sure it's not in the car. But why? Yeah, it was just laying at our bags, the plastic bags, and we were sitting there the whole time. And then I pick up the plastic bags. You were sitting there the whole time because I saw you walking to get the rod. Yeah, yeah, we were just walking to get the rod and then we walked back. Fuck. Is it a lot of material? Did you the footage is gone. But did you... Yesterday I have the footage, but today, of course, I don't have the footage. Do you have... And the camera, of course, like 4,000 euros with the lens. Is it your camera? No, it's his. Oh my god, fuck! Why are people like this? Hey, calm down, bro. Calm down. You made a joke? Yeah. Oh. We were all the time sitting at the camera. You were gone, fuck, and the camera was alone. I have the camera for like half an hour, 45 minutes in my backpack. Really? Yeah. Oh man. Life lesson learned? I was so scared. I was like, oh. Fuck. You learned the lesson, my friend. That isn't too irgendwo am Polder, okay, aber nicht hier irgendwo in der City. Nee. Guck mal, ich drifte da richtig schön an der Struktur entlang. Müsste mal einer reinscheppern. Komm doch mal zu dir kurz, oder? Ja, komm, hol rein. Noch einmal da hinten 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann. Callen wir es einen Day, oder?
Ja. So. Letzter Spot jetzt, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, was soll ich sagen? Wir haben verloren. Alec hat einen wirklich schönen Fisch vorhin fangen können, aber das hat nicht ausgereicht. Ich habe leider gar keinen Fisch fangen können. Ich bin gespannt, ob Florian oder Dustin noch einen weiteren Fisch fangen konnten. You little roach, you did well. You caught a fish for us. Thank you very much. In this channel we do catch and release only. So, there you go again. No, it was a nice day. Not so many fish, but at least we got something. Ich hoffe wirklich, ich hier schieße mir jetzt kein Eigentor, aber ich bereite schon mal die Mahn für die Jungs vor. Nachher haben die noch eingefangen und wir müssen essen. 10 Stück pro Person. Abgezählt. Abgezählt, das wird sich jetzt zeigen. Da kommen sie Zeig angelaufen. Mal her. Zeig mal her. Lecker. Did you catch a fish? Yes. Really? Roach. So no pike? No. No, doch. Ey, die fühlen was im Schilde, ey. 100%? No pike? No. Open your hand. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warum sind die so cremig? 9. 9, 10. Oh no! First Felix as well. 6. Look at it. Oh no. 10. Okay. Boys? Hey, one question. Yes. Did you chew it or did you just No, I'm just gonna swallow it. Und du? Ich werde es ja auch nur runterschlucken, definitiv. Okay. Jungs. Guten Appetit. We don't have water here. Vielleicht was zum Nachtrinken? Nein. Ich will die, warte, nacheinander. You first? No, this is easy. Open your mouth, I want to see if it's inside. Yeah, into the camera. But I haven't seen it. It's gone already, I swallowed it. Oh. There was something on your hand. Yeah, okay. Slime. Felix, warte. Zeig mal. Mund auf. Also ich fand das Katzenfutter definitiv. Also ich muss eine Sache sagen, ne? Das Lustige ist, the funny thing is, we did it 3 times. And Felix now already ate Zürströming, cat food and Ich glaube, man soll am Tiefpunkt seiner Karriere das Ganze auch beenden dann. Ja, also, okay, ey, but it was really nice, was hard, yes. But nice, was fun. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge und liken, kommentieren. Abonnieren. Ey, haut rein, was fun. Yes. Du natürlich auch, Flo. Yeah! Ja, Flo! Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und